befinden uns in Korb in der Hebacher Straße. Wir wurden dann zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. War kurz vor 21 Uhr. Die Lage vor Ort war, dass der Rettungsdienst bereits am Fahrzeug war, einschließlich Notarzt. Die Person wurde betreut, war ansprechbar, aber im Fahrzeug leicht eingeklemmt. Wir haben dann sofort eine Zugangsöffnung über die Fahrertüre geschaffen, sodass ein besserer Zugang für den Rettungsdienst möglich war. Es gab keine Schwierigkeiten, es war eigentlich alles normal zu öffnen über hydraulische Rettungsgeräte. Und mit dem Rettungsdienst wurde dann das weitere Vorgehen abgesprochen. Wir haben uns dann dazu entschlossen, die B-Säule auf der Fahrerseite noch zu entfernen, um dann eine schonende Rettung des Patienten möglich zu machen. Der Rettungsdienst ist noch zugange und versorgt den Verletzten jetzt zunächst im RTW. Ja, er war allein beteiligt, gegen ein Hauseck gefahren. Wir waren mit einem Löschgruppenfahrzeug und einem Einsatzleitwagen vor Ort. Zusätzlich wird automatisch bei diesem Stichwort die Feuerwehr Waiblingen mit einem Rüstwagen alarmiert.